Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Oder wann auch immer ihr das Video guckt, einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Morgen, keine Ahnung. Leute, nächstes Informationsvideo für euch in Bezug auf die neuen Projekte auf diesem Kanal. Und erstmal würde ich ganz gerne auf eine Frage eingehen, die im letzten Video gestellt wurde. Erstmal vielen Dank für die ganzen Reaktionen. Ja, die Daumen hoch waren sehr, sehr viele. Die Aufrufe waren auch sehr, sehr viele. Die Abstimmung wurde wirklich viel, also es wurde wirklich viel abgestimmt und zeigt einfach, dass ihr auch Bock darauf habt, ein neues Projekt zu bekommen oder dass ich wieder ein neues Projekt starte. Und das finde ich sehr, sehr geil, muss ich echt sagen. Freut mich riesig, dass da der Zuspruch so groß ist. Und ja, im Hintergrund seht ihr wieder COD, Map Slums, für alle, die es interessiert, KN irgendwas, ich kenne die Zahl wieder nicht, mit Aufsätzen, Reflexvisier, Hybrid-Magazin und einem Griff, ist das? Nee, nicht Griff, wie heißt denn das Ding? Keine Ahnung, Schaft ist es, glaube ich, genau, Schaft heißt das. Ja, einfach nur so, damit ihr wieder ein bewegtes Bild im Hintergrund habt und ich irgendwas hier im Hintergrund läuft. Gut, kommen wir zu dem Kommentar, der kam nämlich von dem Mike Westhoff. Er hat gefragt, warum ich denn kein Einzelprojekt mehr im Sega Manager mache und dass es halt eigentlich relativ interessant wäre, das Ganze mal anzugucken. Dazu kann ich sagen, ich habe ein Einzelprojekt geplant, tatsächlich, aber nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Ich werde das streamen, wir werden zusammen einen Stream-Spielstand machen und das ist quasi mein Einzelprojekt. Da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das ganz gerne dann auch als Videos auf YouTube haben möchtet, denn dann werde ich das einfach noch nebenbei aufnehmen und auf YouTube hochladen. Weiß ich nicht, ob ich das dann schneide, aber ich denke, ich werde es dann schneiden, aber wenn ihr das haben möchtet, kriegt ihr das sehr, sehr gerne. Also, wenn das so ist, einmal in die Kommentare und ja, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Dann hat er noch gefragt, ob ich nicht ungefähr irgendeinen Zeitpunkt weiß, vom Bauchgefühl her, wann denn das Update kommen wird für den EA Manager. Und da muss ich sagen, also ich denke mal, wenn wir es im Dezember bekommen, können wir glücklich sein, dass wir es haben. Also ich denke, vor Dezember wird es auf jeden Fall nichts. Ich habe jetzt auch mal FM-Zocker geschrieben. Das war eigentlich ein Punkt, den ich erst viel, viel später in meiner Liste abarbeiten wollte. Aber das Kommentar macht das mir gerade eigentlich, nimmt diesen Punkt vorweg. Ich habe FM-Zocker mal geschrieben. Ich habe mich da mal gemeldet, habe ihm mal gesagt, yo, ich bin dieser eine Impact von YouTube, der FM-Videos macht und habt ihr nicht irgendwas für mich? Könnt ihr mir nicht irgendwas sagen oder geben oder was auch immer? Und ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Das war, glaube ich, vor einer Woche, wo ich den geschrieben habe oder so und ich kriege einfach keine Antwort von denen. Deswegen muss ich da, keine Ahnung, sitze ich auch noch immer auf dem Trockenen, weiß nicht Bescheid. Aber ich denke, wenn es im Dezember kommt, können wir glücklich sein. Ich denke, sonst wird es vielleicht sogar erst im Januar oder so kommen. Mal gucken, es ist halt eine Menge Arbeit und ich denke, die wollen das wieder geil machen und deswegen gebe ich denen auch alle Zeit, die sie brauchen, von mir aus. Ja. Gut, dann kommen wir zur Auswertung der letzten Abstimmung und die lief ja auch sehr, sehr gut. Ja, muss ich sagen, gewonnen. Ich blende es euch einmal kurz ein. Hat Deutschland mit sensationellen 50% aller Votes, wo übrigens 150 Votes entstanden sind. Und das ist sehr, sehr geil, Leute. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr geil. Und gewonnen hat Deutschland. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nach Deutschland gehen. Neue Abstimmung findet ihr im ersten Kommentar und halt auch in der Beschreibung, wenn ihr Bock darauf habt. Da geht es dann darum, in welche Liga wir gehen. Ich denke, wir werden uns mal auf erste, zweite, dritte Liga beschränken. Ich weiß, wahrscheinlich wird sowieso die zweite oder die dritte Liga gewinnen. Aber weiter runter möchte ich eigentlich nicht gehen, denn ich habe, ihr kennt mich Leute, ich habe im EA-Manager nicht mehr wirklich Lust, den Regionalligisten zu trainieren oder zu managen und ja, das habe ich schon viel zu oft so gemacht, deswegen beschränken wir uns da auf die erste, zweite und die dritte Liga. Ich denke, das reicht an Ligenauswahl und ihr, jetzt liegt es an euch, wo gehen wir hin, erste, zweite oder dritte Liga in Deutschland, das wird auf jeden Fall relativ
nice, denke ich. Ja, auch wenn ich Deutschland jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre, da wir ja das letzte Projekt schon in Deutschland gemacht haben. Aber ich denke, wenn ihr das möchtet, dann sollt ihr das auf jeden Fall bekommen. Und ja, neue Abstimmung unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Dann möchte ich noch einmal kurz, jetzt ist die Runde schon vorbei, ich packe die euch einfach nochmal neu hinten dran. Play of the Game habe ich übrigens gemacht. Wer hätte auch sonst gedacht, ja, wer soll auch sonst hier das Play of the Game machen? In diesem Match fängt gleich einfach wieder von neu für euch an, das Video. Also, ne, es soll einfach nur ein bewegter Hintergrund sein. Deswegen würde ich einmal sagen, ich wollte nochmal ganz gerne über die kommenden Projekte jetzt im Allgemeinen reden. Wann geht's los? Wann habe ich mit was geplant? Wie sieht es auch aus mit dem Sega-Projekt, ja? Da habe ich ja gesagt, im Sega-Projekt, das wird wahrscheinlich relativ zügig kommen. Da sind Volvo und ich uns jetzt gar nicht mehr so sicher, denn wir wollen ganz gerne noch, ich kenne mich da jetzt nicht so 100% aus, aber wir wollen ganz gerne noch auf die Datenbank warten, die halt dann wahrscheinlich erst angefangen wird zu entwickeln oder zu machen, wenn das Spiel dann komplett draußen ist. Das heißt, Leute, es kann sein, ja, je nachdem, wann diese Datenbank da ist, es kann sich noch um 1-2 Wochen oder vielleicht sogar 3 Wochen verzögern, bis wir anfangen, aber wir haben da ja keinen Druck. Ich werde vielleicht ab und zu mal, also den, ich weiß auch nicht, ob ich den Streamspielstand dann schon vorher anfange, wenn die Datenbank noch nicht da ist. Da würde ich dann ganz gerne auch noch drauf warten. Deswegen würde ich sagen, es gibt vielleicht ein paar Sachen zur Überbrückung, ja, in der Zeit auf dem Kanal, vielleicht das ein oder andere COD-Gameplay, wie es hier gerade auch im Hintergrund passiert, oder halt Livestreams, wenn ihr da gerne zugucken möchtet, ja, auf Twitch. Sehr, sehr, ich finde es halt relativ schade, dass es jetzt noch so lange dauert, aber lieber haben wir es komplett und die Datenbank vernünftig, als dass wir es jetzt überstürzt anfangen. Und dann uns im Nachhinein ärgern, weil irgendwas, weil die Jugend nicht richtig mittrainiert wird oder die zweite Mannschaft nicht richtig mitspielt oder was auch immer so. Ne? Das soll halt ein geiles Projekt werden und Volvo und ich sind uns da beide einig, dass wir da auf jeden Fall drauf warten wollen. Und deswegen wird sich das auch nochmal ein bisschen verzögern. Wenn dann die erste Folge da ist, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Und ich werde auch dann vorher nochmal anmerken, dass denn dann bald die erste Folge kommt. Wann das sein wird, da sind wir jetzt dann auch auf die Datenbankersteller abgewiesen, genauso wie ich gerade darauf angewiesen bin, dass FM-Zocker das Update für den FM19 von EA raushaut. Aber ich bin der Meinung, auf beiden Seiten ist es so, da gönne ich den Leuten oder gebe ich den Leuten so viel Zeit, wie sie brauchen. Hauptsache, es ist dann geil und irgendwann kann man zocken. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich erstmal eine kleine Zeit relativ still sein auf diesem Kanal. Und ich meine, wir haben ja dann noch eine Abstimmung, die wir machen werden. Ja, welchen Verein wir dann in der Liga nehmen. Da wird dann nochmal ein Video kommen. Und sonst könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr Bock auf irgendein Übergangsprogramm, COD-Gameplay? Eine Sprint to Glory ist momentan nicht so drinne, weil ich da ganz gerne auch auf den neuen warten würde. Und vielleicht dann auch da dann die erste Sprint to Glory wieder machen würde. Deswegen ist da halt momentan eher nicht so die Sache. Und ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angesehen habt. Alles dauert gerade noch ein klein wenig länger, weil ich es halt geil haben möchte. Ja, ich möchte nichts überstürzt anfangen. Und ja, es wird aber auf jeden Fall was kommen, Leute. Es dauert halt nur ein ganz klein wenig länger. Da bei beidem so ein bisschen die Hände gebunden sind, dass in der Hinsicht, dass halt einfach die Sachen noch ein bisschen brauchen in der Erstellung, ja. Aber ist ja nicht schlimm, die Leute sollen das geil machen und vernünftig machen und ich bin dankbar, dass es überhaupt gemacht wird und dass wir diesen FM so weiter zocken können. Ich hoffe, ich kriege noch irgendeine Information von FM-Zocker bezüglich meinen Fragen, die ich da hatte. Und dann würde ich sagen, Leute, war's das mit diesem Video. Wie gesagt, Abstimmung, neue Abstimmung zum EA-Projekt unten in dem ersten Kommentar, den ich geschrieben habe, oder in der Beschreibung ganz oben. Und dann haut da rein, macht euch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt Köln gegen Schalke gucken. Sollte eigentlich jeden Moment anfangen. Hat perfekt gepasst vom Video her. Und ja, haut da rein.
Ich wünsche euch was. Übrigens, vielen, 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 vielen Dank für die 1000 Follower auf Twitch. Die wurden geknackt jetzt letzte Woche, obwohl ich eigentlich schon eine Woche nicht mehr live war. Vielleicht sollte ich einfach offline bleiben, weil irgendwie habe ich die 1000 geknackt, wo ich nicht live war. Finde ich ein bisschen lustig auf jeden Fall. Und ja, wir gehen weiter, Leute. Nächstes Informationsvideo kommt wahrscheinlich dann auch wieder um dieselbe Zeit wie jetzt. Ungefähr nächste Woche Mittwoch, denke ich, wird das sein. Oder vielleicht sogar schon dann am Wochenende, je nachdem, wie die Abstimmung verläuft. Wenn die recht eindeutig ist wie die jetzige Abstimmung, dann werde ich die wahrscheinlich schon vorher aufhören. Aber da sind wir mal gespannt, wie das abläuft, in welche Liga wir gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Es liegt an euch. Stimmt fleißig ab. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, was auch immer, Woche, Monat, Jahr. Haut da rein. Wir sehen uns oder hören uns. Übrigens, weil ich geplant habe, Leute, die neuen Projekte werden auch alle wieder mit Facecam passieren. Ne? Also hier gibt es bald down auch wieder mein Gesicht zu sehen. Und falls das den einen oder anderen jetzt abschrecken sollte, der sich jetzt denkt, oh nein, hoffentlich nicht. Tut mir leid. Aber ich habe einfach wieder Bock, Sachen mit Facecam zu bringen. Deswegen haut rein, ich wünsche euch was. Tschüss.